Eine doppelt verkettete Liste oder Doubly Linked List ist eine Linked List, wo jedes Element nicht nur einen Verweis auf das nächste, sondern zusätzlich noch einen Verweis auf das vorhergehende Listenelement hat. Um die Symmetrie von Vorwärts- und Rückwärtsrichtung zu unterstreichen, zeichnet man oft wie hier die beiden Verweise nebeneinander in das Objekt. Auf das letzte Element verweist natürlich kein weiteres Element rückwärts. Das erste Element verweist natürlich nicht rückwärts auf ein weiteres Element, sondern dieser Rückwärtsverweis ist 0. Zum Einfügen eines neuen Elements macht man im Prinzip zweimal die Schritte für das Einfügen in eine Linked List. Einmal vorwärts, einmal rückwärts. Zuerst werden also beide Verweise im neuen Element auf den neuen Vorgänger bzw. Nachfolger gesetzt. Dann werden der Vorwärtsverweis des neuen Vorgängers und der Rückwärtsverweis des neuen Nachfolgers auf das neue Element gesetzt. Beim Einfügen vor dem ersten Element bzw. nach dem letzten Element müssen diese Schritte natürlich leicht angepasst werden. Diese Details sind dem Zuschauer als kleine Übung überlassen. Die Löschoperation schließlich löscht das Element aus beiden Listen, der Vorwärtsliste und der Rückwärtsliste.